Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. Und ein bisschen Zeit ist vergangen, das ist mittlerweile endlich einmal fertig. Und da unten habe ich jetzt die Nester weggemacht. Da ist halt noch eins, das gerade ein bisschen Probleme macht. Das ist mir aber jetzt vorher erst aufgefallen. Da würde ich nochmal ganz gern kurz runterschauen. Und dass wir das vielleicht eventuell entfernen. Dann werden wir uns da zwei Raketen nehmen. Ja, da geht im Moment nichts weiter, weil der die ganzen... Ja, weil das Kupfer immer wieder aufhört und dann nicht bis ganz raufkommt. Also dann die Schaltkreise. Und ja, dieses quasi Verkehrschaos hat sich nicht wirklich gebessert. Und ich glaube auch nicht, dass wir das irgendwie besser machen können. Es sind einfach zu viele Züge da. Ich schieße das jetzt so ein bisschen da runter, dass wir hoffentlich die Viecher auch noch mitkriegen. Ja. Ganz gut funktioniert. Und ich habe zwei mitgenommen, weil da ist auch noch was. Da ist es irgendwie ziemlich oft, weil da habe ich schon... Da kann ich mich erinnern, dass ich da ziemlich oft Raketen hinschieße. So. Aber jetzt haben wir von der Seite mal auch wieder ein bisschen Ruhe. Gut, und ich habe jetzt in Max Rate Calculator dabei. Und wir werden uns jetzt einmal das kurz anschauen da. Warum das da... Oder was wir da machen müssen, dass das da gescheit funktioniert. So. Das Auto stellen wir so abfahrbereit hin. Gut, und jetzt schauen wir mal. Da haben wir... Machen wir pro Sekunde. 34,5. Und da haben wir... 28,8. Also das kann schon einmal nicht funktionieren. Da geht gerade tatsächlich... nichts weiter, weil da kein Eisen ist. Das liegt aber einfach daran, dass wir im Moment gar keins haben. Da brauchen wir einfach mehr Züge. Aber mehr Züge sind halt dann auch wieder doof, weil... Ja. Und ich glaube, jetzt legt sich's halbwegs. Weil die Kupfer- und Eisenzüge... Aha. Du bleibst da sicher nicht stehen. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Sicher nicht. Na? Von da oben kommt die Kugel daher, okay? Der schaut jetzt gerade nur ein bisschen verwirrt und... Bäm, gleich ist er weg. Tschüss. Ja. Soll uns nicht aufhalten. Das ist da vielleicht ein bisschen... schlecht gebaut. Sagen wir so. Ah ja, da ist endlich Eisen da. So, das Gelb. Okay, das wird noch dauern. Bis es da voll ist. Aber da ist auch kein Eisen da im Moment. Da unten ist ein bisschen Eisen da. Der tut da gerade. Also. Da passt es eh. Da starten die Raketen. Also da haben wir 60.000, das ist ganz schön viel. So. Und dann werden wir da mal dir das abdrehen. Den Hahn. Ja, da ist jetzt noch ein bisschen was in die Rohre drin und das kann ruhig verbraucht werden. Aber ich würde das Ganze da ganz gerne neu bauen.
damit das da gescheit funktioniert. Hoffentlich. Ich meine, ein bisschen am Platz können wir ja theoretisch machen. Mangel an Flüssigkeit. Gut, Flüssigkeit ist weg. Geht schon, komm, machen wir alles weg. So. Ein bisschen Kohle sammeln wir. Da ist alles leer. Da ist ziemlich viel leer. Ziemlich viele stehen geblieben sind. Da ist gar nichts mehr. Okay. Das ist überblieben. Gut, die Kohle muss da weiterhin durch. So. Und wir brauchen da 34. Und wie man gesehen hat, mit den 6 ist sich das nicht ganz ausgegangen. Aber wir können das nicht wirklich anders platzieren. Oder? Wenn wir es so machen. Würden sich da theoretisch mehr ausgehen? Wenn wir dann da Kohle haben. Die Kohle geht ja da weiterhin durch. So. Und da die... Das da herstellen. Kriegen wir dann da... Nein, kriegen wir nicht hin. Außer wir machen da eins weg. Was wir theoretisch machen könnten. Müssen wir uns dann nur anschauen, wie das Ganze dann ausschaut. Was wir da dann balancen müssen ein bisschen. Und dann machen wir da nämlich 8 solche Dinger her. Genau. So. Und wir können das actually noch ein bisschen rüberschieben. Weil wir da ein bisschen am Platz machen können. Das heißt, warte mal, wir können das Ganze nehmen und da herstellen. Dann kriegen wir einen wahnsinnigen Block mehr. So. Dann tun wir das da verbinden. Und da drüben auch. Ja. So. Und dann haben wir Stapelgreifarme. So, der zum Rauflegen, dem geben wir da 2. Und Kohle zum Nehmen, weiß nicht, ob wir da so viele brauchen. Ich schätze aber mal nicht. Das macht jetzt ein 16. Das müssten wir jetzt eigentlich nur doublen. Und dann machen wir überall einmal Produktivität rein und den Rest voll mit Geschwindigkeit. Mal schauen, was haben wir jetzt? 32, irgendwas. Wir brauchen das halbe Kohleband. Okay. Dann machen wir einfach einen Effektverteiler daher und tun nochmal ein normales rein, dann sind wir bei 33. Okay, und wenn wir ein schnelles reinmachen, dann sind wir bei 34,7.
Und brauchen tun wir. Oh, lass mich da durch. Brauchen tun wir 34,5. Das heißt, das passt. Jetzt brauchen wir aber auch 316 Alkangas. So. Und jetzt müssen wir das alles ein bisschen ausbalancen. Weil der macht da gerade mal, ja, 88. Das ist ein bisschen wenig. Und dann gehen wir mal daher. Nehmen da überall die Dinger raus. Die Effizienzmodule. So. Und tun überall einmal Produktivität rein, dass wir ein bisschen Öl uns sparen. Na super. Nix da. Ah ja, stimmt. Das haben wir ja beendet da. Muss ich Module holen? Ja, weil der braucht 5. Ja, okay. Ja, dann müssen wir jetzt wirklich mal Module holen gehen. Weil, hoppala. Weil Öl ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr das Problem. Das haben wir ja quasi gefixt durch die neuen, also durch die ganzen Effektverteiler. So, dann geben wir mal her ein bisschen was da. Und da auch. Was machen wir jetzt mit den ganzen Effizienzmodule? Nein, nicht. Ich meine, die können wir ja da eigentlich eh. Haben wir da alle draußen, ja. Die können wir da oben doch eh entsorgen quasi. Also unter Anführungszeichen entsorgen. Ja, genau. Aha. Oh, da sind urviele drinnen. Okay, dann. So. Jetzt sind sie auch aufgehoben. So, und den Rest mit Geschwindigkeit. Dann schaut das Ganze schon ein bisschen besser aus. Der macht jetzt ein 81 Schweröl. Bringt was zu viel? Akangas. Akangas kann man nie zu viel haben. Okay, das heißt, das müssen wir jetzt von 44 auf. Was haben wir? Ja, 82 müssen wir schaffen. Schauen wir. 74. Hoppala. Äh, 84 passt. Dann haben wir da jetzt ein 70 Leichtöl. Und da haben wir noch einmal. Da haben wir dann, kommen wir auf 220. Und da sind wir auf 87. Ja. Und da würde ich auch überall einmal Produktivität reinmachen und Geschwindigkeit. Dann sind wir da jetzt auf 142. Und jetzt werden wir. Wir werden das ein bisschen anpassen. Nämlich, dass wir da schön Beacons reinstellen können. Dann sind wir da auf 202. Na komm schon. 212. Es gibt jedes Mal 10.
So, 222, passt. Du stehst ein bisschen im Weg. So. So. Und somit müsste eigentlich alles passen. Wieder halbwegs. So, dass wir da auf jeden Fall mal genug haben. Ja, das Einzige, was wir jetzt fixen müssen, ist das Eisen. Und wir haben ja da unten zwei Posten. Also da, der ist immer voll, der ist auch immer voll. Nur, dass einfach die Züge da nicht hinterherkommen. Weil da überall so viel los ist. Aber... wir werden trotzdem zwei neue Züge da draufstellen. So, jetzt brauche ich aber einmal ein paar Eisenplatten. So, ich brauche nämlich... Na, die machen wir nicht, die haben wir auch irgendwo da. Da steht da irgendwo eine Kiste. Genau. So. Ah ja, die ganze Kohle. So. Und jetzt machen wir da einmal einen neuen Zug. Und zwar einmal von... wo ist denn der gerade? Ist der, oder? Ja. Von dem hätte ich ganz gern den Fahrplan. Genau. Wie haben wir da gehabt? So, gell? 120. Der braucht jetzt einen Saft. Denen geben wir beide mal einen Stack Festbrennstoff. Weil das reicht nämlich, dass der dann mal wegfährt. So. Oh je. Mach ja keinen Blödsinn da. Da müssen wir als nächstes hin. So, und da... kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass alles steht. Nein, okay, passt. Da haben wir jetzt zwei Züge. Der steht vor der Kreuzung. Das ist der Zug. Genau. Zack. Ups. So. Und... off you go. So, Munition habe ich mit. Mauern haben wir ein paar. Geschütztürme brauchen wir wieder. Mhm. Zum Atomkraftwerk und dann... sind wir eh schon wieder fertig für die Folge? Brauchen wir so viel Strom? Oh, ja. 1,6 Gigawatt. Hm. Wenn es blöd hergeht, müssen wir das Ganze nochmal bauen. So, sag jetzt nicht, ich komm da wirklich nicht raus.
So. Ja, das war jetzt ein sehr intelligent, weil die Munition liegt im Auto. Ach komm. Die kommen jetzt eigentlich hauptsächlich von da unten. Obwohl. Da werden wir noch dazu stellen. So. Oh, die verschwinden da gerade, okay. Also. Kannst auch gern was haben noch. Schaut's bei dir aus? Ja, komm. Oder warte, machen wir. Da sind ja nicht so oft welche. So. Dann machen wir da. Wie viel Munition hast du? Oh, die haben da alle so wenig. Was ist jetzt los? Was? Vor meiner Nase? Echt jetzt? Oh. Komm, das Auto zur Hilfe, das schießt schneller. Alter! Ey, die haben ein paar Roboter kaputt gemacht. Fehlt jetzt was? Reparaturkits. So, da unten oder was? Nee. So. Du kriegst 200 und du kriegst auch Mauern. So. Und dann kommt der weg. Und zwar. Da kommen Mauern her. Drei Geschütztürme. So. Und dann stellen wir da überall oben welche hin. So. Dann ist das hoffentlich ausreichend geschützt. Und da sollten dann keine Probleme mehr auftreten. Na gut. Mal schauen. Ja, immer noch ziemlich viel Stau. Mit dem Eisen schaut es nicht besser aus. Es leuchtet wenigstens das rote Lamperl und nicht mehr das lila, ne? Aber da unten weiterhin schlecht. Beziehungsweise. Ja, oh ja. Schlecht. Kohle ist da. Das ist ein leerer Eisenzug. Okay, aber ist da jetzt ein. Ja, da ist ein bisschen mehr los jetzt. Okay. Gut, dann arbeiten die wenigstens. Und stehen nicht still. Jetzt würde mich nur interessieren, wir haben ja jetzt 100% Produktivität eigentlich. Das heißt, ich gehe da mal zu einem Miner her. Da arbeitet halt jetzt gerade keiner. Da beim Eisen müssen sie arbeiten. Wo halt was da ist. Ja. Da sind die Balken gleich. Das heißt, in Wirklichkeit sind da noch 2 Millionen, da sind noch 1 Million, auch 2 Millionen. Warte mal, da sehe ich was.
Und zwar. Ja. Da ist Ende Gelände. Da ist noch ein bisschen was. So. Bringt sich wahnsinnig viel. Die machen wir ein bisschen schneller. Oh, das ist aber satisfying. Das heißt, die machen gar nicht so wenig. Da haben wir überall keine abbaubaren Ressourcen. Lassen wir das doch die Roboter machen. Genau. Und dann machen wir da wieder. Das machen wir aber da gleich bei 2. Das heißt, zuerst macht ein eigenes Zeug. Und dann darfst du gerne aushelfen. So. Und ja, der ist stehen geblieben. Stehen geblieben, stehen geblieben. Muss man da mal ein bisschen ausmisten. So. Überall. Oh, bis auf der. Der hat's arm. Okay. Dann müssen wir da überall wegmachen. Da werden wir es ein bisschen anders aufstellen. Dann können wir da auch Geschwindigkeitsmodule reintun. Huh? Warum ist da schon wieder keine Munition? Die haben jetzt nur das Radar kaputt gemacht. Das kann es ja jetzt nicht sein. Ein Wahnsinn mit denen. Der ist in Betrieb. So. Bisschen Speed. Ja. Da wollen wir natürlich kein Bottleneck. Also da kann ruhig so viel wie geht. Kann da durch. Ja. Weißt was? Wir nehmen noch schnell da überall die Effizienzmodule raus. So viele Geschwindigkeitsmodule haben wir zwar leider nicht mehr mit. Aber ein paar. Dann haben wir da wenigstens ein bisschen was schneller machen können. So. Dann haben wir da sogar ziemlich viel. Weil das ist dann volles Fließband. Oh ja. Ja, weil die machen schon ganz schön viel eigentlich. Also jedes Mal. Ja. Abbaurate 1,25 mal 2, also 2,5 pro Sekunde. Also für die paar 13 mal 2, 26 mal 0,5, ja, 30. Volles Fließband. Schön. Gut, aber dann beende ich jetzt hiermit diese Folge und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Like und Abo freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.